Moin, moin. Tag zusammen. Ukulu. Kommt denn jetzt? Moment, das. Nein, hier. Das. Okay. Hallo. Wunderschönen guten Hallo. Montino, danke für den Resub im 46. Kann man mich hören? Ja? Mahlzeit. Hey, Hübscher. Was geht, Montino? Und Nulak, danke schön für den Prime im 25. Jejeje. Hei, hei, hei. Kurz das gucken. Hogwarts! Okay. Ultras, vielen lieben Dank für den Resub beim 45 Stufe 2. Danke. Dankeschön. Boah, Mucke ist gut. Moment. Hallo, warum lacht ihr? Man darf sich doch wohl nochmal versprechen, okay? 4-5. Hi, hi. Wie kamst du auf die, deinen Charakter zu machen? Geldnot, Bruder. Absolute Geldnot. Ich bin gering wie bei Streamer. Ich muss Miete zahlen. Da muss man sich was einfallen lassen. Nein, einfach so, keine Ahnung. Ich hatte Bock drauf, die Vorstellung war cool. In Los Santos ist es so, dass jeder einen, ich sag mal, Model-Character spielt und alle sind hübsch und High Society und so. Und da wollte ich einfach mal das Gegenteil davon sein. Ja? Was ist mit deiner Stimme los? Boah, Bruder, ich habe Mittagsschlaf gemacht. Ich habe auch Kopfschmerzen. Ich habe gerade Kopfschmerztablette genommen. Timma, vielen lieben Dank für den Resub im 11. Monat. Bad Speedrun, bin wütend, weil ich kann meine Stirn nicht sehen. Gucke Spiegel. Nein, ich bin nicht heiser. Ich habe geschlafen noch. So ist das als Streamer. Wenn man den besten Job der Welt hat, dann kann man immer schlafen, wo man möchte. Ab zum Arzt und mit Tabletten. Ibo und Andersdorf. Novamin Sulion oder so heißt das. Weg damit. Ich habe immer, wenn ich Mittagsschlaf mache, danach Kopfschmerzen. Keine Ahnung warum. Aber geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Alles gut, 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 gut. Was geht, Timmer? Wunderschönen Danny Punch Bucky Ziemaster. Schmackomatz. Ulla, Danny Punch. Alpino, Dieter. Bucky. Jeans. Donny Rob, Timmer. Prepper, hallo. Where's the Serious? Falsch gelegen, wenn man nach Schlafkopfschmerzen hat. Ja, wahrscheinlich. All United, Madden, Stenzi, No Name, Benmi, Schattenwolf, Kölsch. Hallo Oma. Was, haben wir das Lied nicht gerade gehört? Ne. Palle, Loco, Veluro, hallo. Johnny Black, hallo. Fabian Lars. Christ Anthem, Connection Loss, Bretta Joe, Swablex, Cass. Pah. Otto von Kessel, Chizzo. Oder Schizo, Schlappi, hallo. Arzt, Dank für den Prime 5. Mahlzeit und hallo. Wer ist noch da? Zeigt euch, seid nicht schüchtern. Ich bin's, Big Peanut. Master King, hallo. Luke, hallo. Head Scream, hi. Mein älterer Bruder schreibt auch immer hallo, so wie du. Also dieses H-I. Hi. Spicy, Dank für den Prime im 27. Cheeseburger. Ja, Mann. Let's go. No name. Hallo, hallo, hallo. Grandam, Grüße. Es geht, Kollege. Anti-Hero, Eichenstein. Multipass. Sven Zielinski, Tiger. Banana Joe, Maschuk. Why's the Serious? Wo ist Daynight? Den müsst ihr auch fünfmal begrüßen. Hallo, Zack. Und Zack, Lina. Oh, deine Freundin hier? Du kommst mit deiner Freundin hier hin? Das abendliche Programm oder was? Bin ich Stefan Rapp? Too Strong Deluxe, hallo. Verti, hallo. Extra für heute Trinkepäckchen geholt. Oha. Ihr solltet aber mein Trinkepäckchen trinken. Nicht euer eigenes. Hallo Merz, Bruder. Karim, hallo. Da ist Daynight. Hallo Daynight. Gut, dass du auch da bist. Schwester Kusch. General Ampeg. Dankeschön für den Resub im 32. Monat. Hukulu. Der Madge oder die Madge. I don't know.
Oh, Flex, das geht. Monster Energy, Zocker MT. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Da Vinci. Und Mufasa. Was geht? Wie geht's euch? Und Brad, danke schon für den Prime-Zehnten. Huch! Du warst ein Supporter, du. So, erstmal schön einen Topf Spaghetti auf dem Tisch. Jetzt wird geschmatzt. Ich hab heute Burger gegessen. Hi, Happen, hallo. Spaghettis. Ich mag keine Spaghettis. Gut, und selbst? Heute ruhiger Stream? Ja, auf jeden Fall heute ruhig. Ja, bei mir ist heute so 50% gut, 20% schlafen, 20% Kopfschmerzen und 17,4% Hallo. Arbeit, Arbeit bis spät in 22 Uhr. Ach du Scheiße. Hallo Güffi. Was? Wie war's, Dimmer? Burger. Boah, ja, Burger waren nicht gut. Selbstgemachte. Ist lecker. Eisen, danke schön für den Resub. Im 46. Liebe Bruder. Meine Bruder, du kannst nicht kommen hier und mir einfach Sub geben, du Pisser. Doch, danke schön, Bruder. Danke für den Support. Ihr seid so wunderbar, ich liebe euch. Dankeschön. Wird heute wieder Bauchschmerzgarantie, Mann, Mann, Mann. Ich hab schon Angst wieder. Wie kann man keine Spaghetti mögen? Doch, ich mag die, aber ich esse die nicht so oft so gern so. Grüße von Matterhorn, Grüße. Oh, the crit is big. Yo, Mann. Ich bin eher so, der weiß ich nicht so. Burger, Baguette, so. Boah, doch schon Fastfood, ne? So diese amerikanischen Dings. Spare Ribs und so ein Shit. Hallo, Nick. Gefini da ist so true. Habe aufgehört, dich zu schauen, weil es irgendwie immer auf das Gleiche hinausläuft. Aber Peanut bringt die Mundwinkel wieder nach oben. Danke dafür. Immer. Immer, Barbarian. Und hast auch recht. Dieses Crime-Dings, so nicht Curtis-Character, obwohl das auch immer das Gleiche ist, aber in diesem Crime-EP passiert nichts Neues. Das ist einfach 2018 irgendwo stehen geblieben oder so. Ich bin das allererste Mal mehr als Zivilist unterwegs und das macht super viel Spaß. Selbst wenn wir wie gestern nur mit dem Bus rumfahren, so, ist einfach verrückt. Das ist einfach super lustig. Hallo, Horibi. Guten Abend und Chip. Und Big Cello. Und Topsen. Es geht nichts über hammergeile Rippchen. Oh, Bruder, Bruder, Bruder. Du musst heute noch den Bus ganz machen. Boah, das war auch wieder so eine Sache, ne? Nimm Sack, was geht ab? Warum wird fast was mal schlecht gemacht? Ob ich auf dem Burger Fleisch, Salat etc. oder alles einzeln auf Teller hab? Im Endeffekt alles das gleiche. Jo, ist aber trotzdem Fastfood. Gibt gesündere Alternativen, ne? Ist mit Curtis eigentlich was passiert oder warum spielst du nicht mehr? Bei Curtis ist das Ding einfach, hat mich das ganze RP, die ganze Story, alles, was da ist, des Todes langweilt als erstes. Und zweitens, du hast in diesem Crime-RP Gegner, die kein RP machen. So. Die Leute versuchen lieber über Support ihre Kriege entscheiden zu können und außerhalb vom RP Leute bzw. Gruppierungen im RP zu schwächen. So, damit man eine Chance hat zu gewinnen. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich habe da echt keinen Nerv für. Ne? Stell dir mal, du kannst dir das so vorstellen, stell dir vor, du spielst mit jemandem Fußball und du gibst denen einen Pass mit dem Ball und der spielt den nie zurück. So, der schießt den Ball immer wieder über den Zaun einfach. Weißt du, und ruft dann Papa an und sagt, ja, kannst du bitte den Ball kannst du rüberklettern und den Ball holen. So, und selbst wenn Papa das macht, also in dem Fall der Support, so, kriegst du den Ball trotzdem nicht mehr zurück. Du musst dir immer wieder einen neuen Ball kaufen und den immer wieder dahin schießen. So, normale Kreisliga, Bruder. Ja, aber so im Prinzip ist das ist halt ultra anstrengend. Weil du einfach machen kannst, was du magst, bist halt nicht an diese Sketchschiene gebunden. Genau das ist es nämlich. Schönes Bild. Ja, ne? Hat der Young Aimbot gemacht, der letztens gebannt wurde wegen dem Flick. Aber der ist nicht gebannt. Mehr. Die Leute sind einfach hängen in der Crime-Szene. Das stimmt tatsächlich, ja. Es gibt noch gutes Crime-RP. So ist das nicht. Und Crime-RP besteht nicht immer nur aus dieser Gang-Kacke da. Es gibt auch, ne? Mafien und so, die gutes RP machen. Aber im Großen und Ganzen ist das absolut schimmelig, Alter.
Imagine, du schießt dein Tor und hast dann immer eine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Ja, genau so. Boah, Mila, das war gut. Ehrlich. Und ewig versucht dich einer zu grätschen. Ja, selbst wenn du nicht mal den Ball hast, versuchen die dich zu grätschen. Hallo Easy, hallo Spoon. Aber Frage gehört, es hat doch Crime durchgespielt, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt, man ist nie perfekt. Es gibt bestimmt immer Sachen, so, die man noch nicht kennt oder noch nicht getan hat. Aber mir fällt tatsächlich mit dem Curtis-Charakter richtig schwer, irgendwie was Neues zu erfinden, so, sich neu zu erfinden, so. Wisst ihr, was ich meine? Hast recht, sehr viel entspannter als Crime. Hab deshalb auch damals angefangen mit dem Imbiss, beziehungsweise falscher Hintergrund. Ja, aber Cody, das macht doch Bock, oder nicht? Du hast eine Aufgabe, darum geht's im EP. Du brauchst eine Aufgabe, egal was für einen Grund du hast. Selbst gestern mit Juri und Slava so. Du fährst die 3 Stunden lang rum, scheiß drauf, du hast eine Aufgabe, das ist dein EP-Job sozusagen. So, und du hast ultra viele verrückte Leute um dich. Muss ich einfach sagen, Alter, Peanut fickt Curtis von hinten Wolli. Ist einfach so. Aber ich habe Curtis auch schon länger als 3 Jahre. Den habe ich schon zum Teil in den Armer gespielt, Mann. Ist einfach Tatsache. Scheiß drauf, wir machen einfach so weiter, fertig. Und wenn es einfach Leute gibt, die sagen, ja, ich will Peanut nicht sehen, ich will Curtis nur sehen, dann, jo, ist mir egal, tut mir leid. Aber ich sitze hier nicht und versuche mich zu unterhalten und euch zu unterhalten und quäl mich dann damit mit etwas, was ich nicht möchte. Das habe ich nie getan und das werde ich auch nie tun. Ne? Kussi! Man, allein die Kombination mit Twinkie und Pinsel und Willi und allen anderen, Alter, das ist Gold. Absolutes Gold. Peanut ist momentan viel unterhaltsamer als Curtis. Der wird doch immer unterhaltsamer sein. Das wird immer so sein. Ich kann mit Curtis nichts mehr machen. So hätte ich die Jungs nicht um mich herum bei Curtis, dann hätte ich schon, ich glaube, dann wäre ich schon wieder im Dodge-Urlaub. Weil das sind die einzigen Menschen, die das in der Bubble da erträglich machen. Oder erträglich gemacht haben, das zu spielen. So, weil das meine Jungs sind. Am Ende des Tages kannst du Weltklasse-EP auf Curtis machen, aber es bringt einfach nichts, wenn niemand drauf eingehen will. Genau. Ich erinnere nur an das Hotel, ne? So, wir rippen ein Hotel mit 16 Millionen und es soll jetzt auch kein Vorwurf sein oder so. Aber ich habe mir da sehr viel EP drauf erhofft und da kommt einfach nichts. Null. Und dann geht die Motivation da flöten, aber des Todes. Um ein gutes Spiel zu haben, brauchst du ein Team aus 2 verschiedenen Mannschaften, die beide gut spielen und ihr Bestes geben. Hauptsache, wir haben ausreichend Dinkelbettchen. Ja, ja. EP soll Spaß machen. Und so wie ich das sehe, kann es ja mit Kölsch schon fast keinen Spaß machen, wenn das nicht funktioniert mit dem Ball und der. Ja, es ist richtig so, Fernando. Macht keinen Bock mehr. Der Charakter ist alt, wir haben schon alles erlebt und dazu kommt halt das noch, ne? Dass du den Ball nicht zurückbekommst. Weil die Leute immer irgendwelche Ausreden haben. Die sagen, ja, die benehmen, von euch benehmen die sich auch scheiße. Also machen wir das auch und so und das. Ist mir egal. Tarek, Dankeschön für den Prime im 9. und Eisen, danke für den Resub. Ne, das hat man schon vorgelesen. Fuck, trotzdem Eisen, danke. Leute sollten RP mehr als Schauspielerei sehen, aber leider hängt man zu sehr an einem Char und dadurch muss man gewinnen, weil man seinen Char liebt. Aber naja, mal schauen, wie es in ein paar Jahren ist, ob man mehr Ami-RP rüberkommt. Niemals. Niemals. Ich lasse mir einfach alles offen. Ich habe mal Angst gehabt, so eine Zeit. Aber was heißt Angst? Ich habe drüber nachgedacht, ne? Damals zum Beispiel zu Cody und so. Cody Bourbon Zeit. So, ich habe Curtis festgehalten, weil ich dachte, yo, mit anderen Charakteren kann ich vielleicht nicht da drüber bringen, was ich möchte oder rumexperimentieren. Aber doch, das funktioniert. Peanut ist auch nur ein etwas größerer, breiterer Curtis. Mit einer anderen Stimme. Das ist ganz klar. Aber trotzdem hat der mehr Freiheiten. Speed Squash, wenn du den Ball wieder haben willst. Geh nix.
Pinsel schreibt mir gerade im Teamspeak. Junge, der schreibt mir einfach das hier, Alter. Ja, Tim, klar könnte ich eine Taube spielen, aber ich habe ja so einen Anspruch an mich, ne? Ich will ja kurzer Kick vom Pinsel, Alter. Ich will ja Spaß haben, ich will Spaß haben. Ich will zwar nicht solche Montage haben wie der letzte, weil da tut einfach nur weh im Körper, aber ich will Bock haben. Ich will nicht jetzt sitzen oder irgendwo sitzen unten beim Essen und so und dran denken, so von wegen, 19 Uhr, ich muss Stream anmachen. An sowas will ich, so will ich nicht denken. Ich will denken, boah, 19 Uhr, GSRP, ich hab richtig Bock. Daran will ich denken. Eben VOD gesehen. Ja, gestern war ruhig. War lustig, aber war ruhig. Zum Glück. Ich mach Duftkerze, dann gehen wir schon in eine Pommes, ja Bock. Solange ihr alle Spaß habt und ich Spaß hab, ist alles fein. Dann kann das hier meinetwegen 20 Jahre laufen. Dann spiele ich irgendwann so einen abgefuckten Öbbe. Du und deine Duftkerze, ja, was muss, das muss, ne? Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle einen schönen Tag hattet. Dass ihr alle gut gegessen habt, dass ihr alle gesund seid. Und dass ihr Bock habt, unterhalten zu werden. Und Spicy, vielen lieben Dank für $6 für Tinkepäckchen. Tinkepäckchen für alle hat dazu geschrieben. Dankeschön. Spicy gibt eine Runde Tinkepäckchen aus. Könnt ihr euch rausnehmen aus dem Kühlschrank. Dritte Reinkarnation von Kennerstan, ja, ja. Finde es so nice, dass du beim Taxi bist. Gibt so viele gutes RP. Taxi ist der Wahnsinn. Ich bin zwar mit den anderen da noch nicht so warm geworden. Außer mit Pinsel und Willi. Und mit dem Chef und so. Aber die bemühen sich auch nicht, irgendwie Anschluss zu finden, habe ich das Gefühl. Und ich habe keinen Bock darauf, immer derjenige zu sein, der alle mitzieht, so. Der zu jedem sagt, ja, komm du auch mit und so. Ich gehe Zappa kaufen, essen, tschüss, bis später, Rente mach. Gibt es schlechte Tage? Jeder Tag ist ein schöner Tag. Das stimmt. Aber es gibt, ja, das ist eine Fangfrage. Du willst mich Bergmann, Kollege. Du mit deinen Modelfotos auf Instagram. Ich hab dich im Blick, Kollege. Ich weiß genau, was du da tust. Schön Bild von hinten, wo man Rücken sieht und dann so Sonnenuntergang und so. Ja, ja. Für dein Tinder-Portfolio. Da Vinci, ich beobachte dich. Durch der Taxi-RP komme ich an jeden. Allein die Sache gestern mit Bomb. So. Die einzige Sache, die ich gestern da voll übertrieben fand, ist von diesem Mädchen da, die sofort ein Messer gezogen hat, so. Und uns wahrscheinlich abgestochen hätte. Wenn der, ich glaube Snoop war das, ich bin mir nicht sicher. Wenn der da, glaube ich, nicht entgegengelenkt hätte. So, aber, ich meine, hätte die mich abgestochen, hätte ich auf meinen Main-Character gelockt und hätte die weggefickt alle. Ne? Ich habe ja immer einen Joker und einen Ass im Ärmel. Nein, Spaß. Da steht auf einmal der Junkie-Park morgen vor der Tür. Nein, nur das fand ich ein bisschen übertrieben, sodass man nicht mal ein bisschen Spielraum hatte, das zu erklären und so, dass direkt Dings Messer gezogen wird und so. Und wir stellen uns da hin und wir sind Charakter, die weinen, ne? Weil die überfallen wurden, so. Park auf Kurzwein, na klar, da schreibe ich hier einmal in eine Dingsgruppe. Ins Gang-Discord, hat man ja, ne? Man hat ja ein Gang-Discord. Wo man dann reinschreibt, ja, wer ist online und so. Darf ich mal eine Frage stellen, Curtis? Wird sich der Peanut auch mal umziehen oder bleibt er so? Sie Master, der hat andere Klamotten, das ist aber leider nicht gesinkt. Vielleicht wird Unity irgendwann mal sagen, yo, bauen ein kleines Feature dafür rein, aber ich denke ja nicht. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene T-Shirts mit Peanut. 2 verschiedene Hosen mit anderen Farben
Und zwei Hüte und eine Sonnenbrille hat der Charakter auch. Aber nichts funktioniert auf Unity, außer der Fischerhut. Der funktioniert und der ist auch gesinkt. Noisy, Dankeschön für den Resub im 11. Dankeschön. Da hat Unity wieder wichtiger Baustellen. Ja, ist auch nicht, ist mir auch egal. Ich renne mit Peanut mit dem Ding rum. Und wenn ich ganz schwitzermäßig drauf bin, dann schreibe ich irgendwann mal den Juri und frage ihn, ob der Bock mit mir hat, für Peanut Klamotten zu machen. Heute nochmal Benzin in diese tanken? Sagt halt Nila, nicht mir. Woran erkennst du denn, welche Klamotten nicht gesinkt sind und nicht gehen? Auf die Reaktion der Spieler. Manchmal kickt er da auch kurz im Kopf und ich sage, jo, wie gefällt dir mein rotes T-Shirt? Und dann sagen die, du hast aber ein blaues an. Weil da ist der Sink auch nicht so gut bei den Pets, bei den Skins. Für andere hat Pina manchmal ein blaues Hemd an und für mich hat er das rote T-Shirt an. Mr. Only Bishop, vielen lieben Dank für den Prime Sub und herzlich willkommen. Bist du der Bishop aus dem RP? Von gestern? CC, Dankeschön. Digga, ich stehe noch auf Arbeit. Ja, dann hör mal auf den Stream zu gucken, sei mal fleißig, Junge. Sonst rufe ich deinen Chef an. So, lass dir eine Pommes gehen. Ich hoffe, dass heute alles funktioniert hier. Was ist das für ein Lied, Alter? So, du jetzt die Klappe. VOD hat Sound, ab geht's. Chef guckt aus dem je. Lügt nicht. Steam. Siehst du, ich hab wieder was vergessen. Ich hab Steam nicht gestartet. Ja, habt ihr Bock auf Peanut? Oder wollt ihr lieber Kreis der P? Wann geht's los jetzt? It's only game. Amnesia Anton, dankeschön für den Prime. 10 Monate schon, Kussi. Dankeschön. 2 noch, dann hast du ein Jahr voll. Kreis-RP mit Peanut. Niemals. Natürlich. Voll unangenehm, wenn das so ruhig ist, ne? Oma, hörst du bitte auf, Peanut zu beleidigen? Hallo Andi, guten Abend. Wie nein? Jetzt gibt Kuchen. Der braucht das nicht. Peanut ist ein netter, einfühlsamer junger Mann. Peanut brennt eh bald mit Pinsel. Boah, gestern der Abschluss, ne? Oh mein Gott. Ich zähle schon die Stunden, habe ich gesagt, so Pinsel.